Ihr seht, es ist ziemlich windig da, wo ich gerade bin. Ich bin nämlich im Windpark Hollan in Bruck an der Leitha. Der Windpark ist einer von drei österreichischen Verbund-Windparks. Insgesamt hat Verbund 153 Windräder in Österreich, Deutschland und Rumänien. In Österreich sind es 44 Stück. Und solche Windräder müssen natürlich auch instand gehalten werden. Das heißt, es ist die Wartung und die Störungsbehebung. Und wer das macht, welches Team da dahinter steht, das schauen wir uns jetzt an. Christoph, du bist ja der Chef vom Team Instandhaltung Wind und PV. Wie viele Leute hast du da in deinem Team und wie funktioniert das eigentlich mit der Einteilung? Ja, wir sind aktuell 9 Personen. Davon sind 2 verschiedene Sparten, also wir haben ungefähr 2 Drittel davon sind Elektriker, 1 Drittel davon sind Mechaniker, sodass wir die Tätigkeiten und die Arbeiten auf den Anlagen gleich in einem Zug verrichten können und alles, was anfällt, gleich erledigen können. Wenn wir in der Früh starten, wird einmal geschaut, ist irgendwas über die Nacht an Anlagen stehen geblieben, haben wir irgendwelche Anlagenstillstände. Aufgrund dieser Basis müssen wir immer eigentlich relativ spontan die Planungen durchführen, dass die relativ schnell wieder ans Netz kommt und sauberen Strom und Energie für unsere österreichischen Kunden liefert. Hallo Manfred, hallo Daniel, grüß euch. Danke, dass ihr mit so einer Wartung mitnehmt. Erklärt mir mal, wie funktioniert denn das? Was macht man jetzt? Wir werden einmal die Anlage komplett stoppen und die Anlage herunter kontrollieren, die Leistungsschränke und die ganzen Schaltschränke kontrollieren und dann werden wir nach oben gehen. Muss ich jetzt irgendwas beachten, wenn ich da jetzt reingehe? Ja, wir betreten jetzt die Anlage. Bevor wir raufgehen, musst du jetzt deine persönliche Schutzausrüstung anlegen. Fertig. Ganz schön schwer ist der Gurt, muss ich sagen. Danke. Okay. Leiter 1 haben wir geschafft. Jetzt geht's in Lift. Jetzt haben wir 7 Minuten Liftfahrt geschafft und ich glaube, jetzt müssen wir da auch noch aufgehen, oder? Ja, müssen wir auch noch auf. Na dann, was muss ich dabei beachten? Wichtig ist, dass du dich einhängst mit deinem Leifer. Ich zeig dir das gleich. Und los geht's. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir in 135 Meter Höhe und der Weg ist nicht ohne. Und jetzt stehen wir da heroben und ich muss sagen, erstaunlicherweise ist es ziemlich warm. Und Hut ab, das ist euer Alltag. Wie ist es da eigentlich mit Platzangst, Höhenangst, wie geht es euch da dabei? Ja, Platzangst und Höhenangst sollte man keine haben, sonst könnte das zu einem Problem werden. Sagt es einmal, und man merkt es da, es schwankt ziemlich. Woran liegt es, dass da heroben schwankt? Wir haben jetzt ein Windrad, natürlich. Der Turm ist aus Beton, der letzte Turm heroben ist aus Stahl und der gleicht die Schwingungen vom Windrad aus. Und wie viel Zentimeter kann das schwanken? So 30, 40 Zentimeter circa. Wahnsinn, aber das heißt, wenn ein Sturm geht, ist man dann nicht heroben, oder? Ab 16 Meter sollte man nicht mehr einbolzen, also die Anlage verlassen dann. Nachdem wir es jetzt geschafft haben, was sind die nächsten Schritte? Was macht man da jetzt herum? Als erster arretiert man Rotor. Und als zweites lassen wir dann die Winden arbeiten, damit wir das Werkzeug aufbekommen. Perfekt, dann würde ich sagen, fangen wir an. Spektakuläre Dinge gibt es da herum, zum Beispiel das sogenannte Mannloch. Und der Manfred ist da gerade durchklettert. Und da drinnen kann man, glaube ich, die Rotorblätter einzeln steuern. Also wir haben für jedes Blatt eine eigene Steuerung, die miteinander kommunizieren. Und wir kontrollieren die Kisten auf optische
Defekte oder Schäden auf den Blättern zum Beispiel oder Motoren. Wo sitzt du jetzt eigentlich genau und was macht es? Also ich sitze eigentlich am Polrad vom Generator. Das ist das Herzstück von der Anlage. Und der Generator wandelt die Windenergie in elektrischen Strom. Also nachdem wir jetzt wissen, dass da vorne die Rotorblätter und der Generator ist, würde ich jetzt gerne wissen, was da jetzt weiter passiert. Naja, der Wind, zuerst muss man wissen, dass der Wind nicht immer gleichmäßig kommt. Der kommt immer irgendwie. Und der generierte Strom, der dann kommt, wird hinter mir in die Schränke eingespeist. Und dort wird er gleichgerichtet und der gleichgerichtete Strom wird hinunter zu den Leistungsschränken geschickt. Und damit unsere Kollegen da herumgescheit arbeiten können, brauchen sie natürlich Werkzeug. Und das ist zu groß und zu schwer, als dass man es innen transportiert. Drum wird es mit der Winde von außen aufgekühlt. Wir stehen jetzt da am wirklich allerhöchsten Punkt vom Windrad und selbst da werden Kontrollen durchgeführt. Was macht ihr da heroben? Wir kontrollieren hier die Rotorblätter auf der Zug- und Druckseite optisch. Auf optische Einflüsse, auf Beschädigungen, Verschmutzung, was sonst anfällt. Macht ihr das zu jeder Jahreszeit? Wind und Schnee wird es ein Problem werden, aber wenn die vereist sind, können wir sie nicht kontrollieren. Also nur, wenn es die Jahreszeit zulässt. Wir haben hier ein Ultraschallwindmessgerät, das auch eigenständig beheizt ist, das im Winter nicht vereist. Wir kontrollieren es auf optisch und auf Eisabwurf, ob irgendwas verbogen ist bei den Sensoren. Wow! Ich glaube, das ist mitunter einer der spektakulärsten Jobs, die man bei Verbund so machen kann. Man braucht wirklich starke Nerven, schwindelfrei, keine Höhenangst. Und das ist der Alltag von unseren Kollegen. Toll, dass ihr den Job macht. Danke dafür, ihr macht es großartig. Und danke, dass ihr mir mitgenommen habt in euren Alltag und mir einen Einblick gegeben habt, wie das eigentlich bei der Windkraft so funktioniert. Ja, mein Antrieb ist eigentlich der Wind, der was unsere Windkraftanlagen hier im Windpark in Österreich antreibt und erneuerbare Energie für unsere Stromkunden in Österreich liefert. Also mein Antrieb ist, dass wir den Strom mit den Windrädern erneuerbar produzieren. Mein Antrieb ist, dass ich jeden Tag in der Arbeit was Gutes für die Umwelt tue. Mein Antrieb ist die Faszination der Windkraftanlage. Das Ernten des Windes ist etwas, das mich immer noch fasziniert. Jetzt mache ich das schon seit 22 Jahren und es ist immer noch faszinierend, dass das funktioniert. Mein Antrieb ist, dass ich ein Teil davon bin, Österreich mit grünem Strom zu versorgen. Mein Antrieb ist, grüne Energie nach Österreich zu liefern. Mein Antrieb ist die regionale Erzeugung von Ökostrom. Also so besonders da macht die Arbeit, die vielen netten Kollegen, um mit denen so gut zusammenzuarbeiten. Das ist der beste Job der Welt. Ich bin den ganzen Tag in der Natur draußen und das taugt mir einfach.